I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Hallo, Folks. Willkommen zurück zu Uncharted 4. Mal sind wir da in dieser. Bei diesem Anwesen. Mal schauen, dass wir da. Eine Alarmanlage? Finden. Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Okay, gib mir deine Hand. So hoch kann ich nicht springen. Hier, folge mir. Komm, Nathan. Wow. Gruselig. Ja. Ja. Na hier, ich hab noch einen. Danke, Sam. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Okay. Hier drin ist nichts. Miss Evelyn, mein Name ist Kenichiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventures Lodge. Bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund. Dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeiten sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen. Und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit ihm gesprochen hätte. Ich wohne derzeit im Telenox, falls Sie mich kontaktieren möchten. Was ich aufrichtig hoffe. Mit den besten Grüßen, Kenichiro Namba. Kiste.
Karton. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Ja, das geht. Okay. Ab nach unten. Nacht, wenn ich allein suchen soll. Ja. Willst du da rumstehen und gut aussehen oder hilfst du mir suchen? Und wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Na bitte, weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Hey, Sam? Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Klar ist es das. Richtig? Richtig. Da ist auf jeden Fall jemand sehr sammelwütig. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient. Und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünsche, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hellorangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Leute nicht direkt als Brüllen, Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich nach Hause nehmen, bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unseren Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig, wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep, immer schön arschig.
sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Was zum Teufel? Ein ägyptisches Sarkophag. So eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam, die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegen dir Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosauriertrakt? Gut möglich. Hier ist noch eins. Nein. Ich glaube, das ist ein antiker Mensch. Ancient Persepolis. Amir Abasi. Universität Teheran. Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Dafür wäre es schon schön. Zack, das geht doch. In der Ghetto. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm! Nicht schlecht. Mann, was gebe ich für so eine Einladung? Feiern Sie mit uns in der Adventure-Stil Lounge, unsere jährliche Weihnachtsgala. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du bist dieses Jahr mit dabei, Charles.
Hey, sieh mal! Ave Caesar! Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Du bist nie zu alt. Ja, das ist wirklich so. Wow, dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Hey, sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Ah, oh, sorry. Steinschlossbüchsen. Ob die noch funktionieren? Eine Kiste. Wow, Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Ja. Oder hör einfach nicht auf mich. Ja. Eine Turnierrüstung. Französisch.
Ein Drachengong. Sieht nach Südostasien aus. So ganz allein. Das Leben in der Bude. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo, ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Was? Hat's dir nicht gefallen? Doch, ist da nicht. Ist das ein Brief? Was davon übrig ist. Erlauben Sie den Sarkophag sich zu... Jemand wollte Ihre Sachen kaufen. ...zu den Seinigen Sie aus... Sie haben wohl abgelehnt. ...Mehotepsgruft in unserem Museum zu gesellen. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Kannst du dir vorstellen, kann Ihren Widerwillen gut verstehen. Schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Das wäre was, oder? Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig. Ich kann Ihnen versichern, dass wir mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandeln und ausgestellt wird. Entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll, Peter K. G.R. Acquisitions. Samurai! Na, erkennst du das Wappen? Malkenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Okay, ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Erwartet. Sieh dir das mal an. Kompass, Sonnenuhr. Stell dir vor, du bist in Seenot. Nur diese Instrumente entscheiden über Tod oder Rettung. Evelyn. Ich bin über die neuesten Ausgaben von Adventure Life gestolpert und war ebenso überrascht wie ihr, freut dich wieder einmal auf dem Titel zu sehen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch tust, was dir Spaß macht. Obwohl wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. Im Anhang findest du das Foto von Edmunds Abschlussfeier. Der Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Ich würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, er würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir das erzähle. Aber ich möchte, dass du weißt, dass er am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist zu einem tüchtigen und selbstsicheren jungen Mann herangewachsen. Seine Geistesblitze erinnern mich an dich, vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht, direkt bevor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Lauf der Jahre so meine Probleme und habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund, auf deine nächste Reise mitzunehmen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird und du vielleicht nicht so schnell vorankommst wie sonst. Aber eins verspreche ich dir, du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir entfachen kann. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach uns weiterhin alle stolz. Herzliche Grüße, Ken. Hey, die haben auch dein Lieblingsbuch. Echt? Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber. Das ist eine frei erfundene Geschichte. Nicht mal der Name des Autors stimmt.
Moms Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Verschlossen. Okay. Hey, der Lüftungsschacht, da oben. Okay, können wir? Ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Hier oben.